Herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. So, weiter geht's im postapokalyptischen Szenario des Ödlandes und Vertibird. Die Bilder darf ich nicht zu nah zeigen, sonst gibt's hier wahrscheinlich bald mal irgendwann mal einen Strike. So. Ich hab noch keinen, also. Was habe ich eigentlich hier alles drin? Todeskrallen, Klaue, rote Zutrittskarte und. Wow. Zeug. Okay, wir machen uns diese Folge daran, mal, wo habe ich's? Big Trouble in Big Town. Die Gefangenen aus Big Town von den Supermutanten retten. Und das machen wir genau jetzt mal diese Folge. So, dazu gehe ich auf die Weltkarte und guck mal. Die Gefangenen in Big Town, die sind hier oben. Agathas Haus. Minefield. Von wo komme ich denn da gut ran? Tempel der Einheit. Paradise Falls. Ach komm, von Agathas Haus. Ja, von Big Town ist irgendwie blöd. Ich reise zu Agathas Haus. Da glaube ich, ist es recht gut. Von Agathas Haus müssten wir da eigentlich super rankommen. Machen wir das mal. Wir reisen zu Agathas Haus und von da an weiter. Zu den Mutanten. Und ein Kampf gegen die Mutanten wird wahrscheinlich auch in unserer neuen Tarnrüstung schwer. Ich glaube nicht, dass das zu einfach wird. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. So. Ich hätte doch meine... Wow. Lauf, 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 lauf. Ah. Headshot. Oh, ein schöner Arsch. Das muss dir doch mal gesagt werden. Alter! Der macht mich sauer! Boah, wie fies! Sehe ich den von hier aus? Verschissenes Raider-Pack. Yep, so fühlt sich ein Scharfschütze wohl. In einem Tarnanzug. Wir sind eindeutig wieder im Ödland. Ja, man merkt es. So, Big Trouble in Big Town. Das da unten ist Big Town und da gehen wir jetzt mal hin. Mich würde interessieren, welche Mod das ist, dass ich mich hier immer so links und rechts bewege. Da oben sind noch mehr, ich lasse den aber. Und ja, hier rumlaufen macht es auch nicht mit dem Tarnanzug gerade einfacher. Wie gesagt, wenn man nicht die ganze Zeit im Tarnmodus bleiben kann, dann ist es auch nicht viel einfacher. Dann ist es trotzdem noch schwierig. Wow. Robo, Robo, Robo. Ich habe dann ein Robo gesehen. Verschissener Robo. Okay, wir müssen darüber. Da ist schon wieder ein Roboter. Was machen die hier?
schießt sicher so einer gleich in den Rücken. Ich guck mal kurz auf die Karte. Okay, wir sind eh schon nah dran. Dann bewege ich mich lieber so vorwärts. Das ist es mir jetzt durchaus wert. Alter, die Frames. Kann doch nicht sein, dass der Tarnanzug so auf meine Frames geht. Ah, jetzt sind sie wieder stabil. Oh, ich sollte mal mein Messerchen vielleicht auch mal auf eine Taste legen. Ah, ich mag das Teil. Das ist vielleicht gar nicht die blödeste Taktik hier mit dem Messer, Soho. Dem Feind zu begegnen. So, dann. Mitten rein. Wir gehen einfach gerade rein. Ist ja egal. Was soll es? Hier ist ja schon einer. Dann ganz langsam. Ganz langsam. Super Mutanto. Und jetzt. Direkt durch die Wirbelsäule. So, ich hatte 90 Energiezellen mit. Wie sieht's denn aus? Ah, 82 haben wir noch. Also reicht ein bisschen. Der hatte gar nichts. Der hatte nicht mal eine Waffe. Oh, da ist der nächste. Wieder langsam. Ich hätte mir irgendeine geschallgedämpfte Waffe mitnehmen sollen. Verdammt. Ich habe natürlich das Lauteste mitgenommen, was ich gefunden habe. Ist ja klar. Was gibt's denn hier? Wow, hier gibt's viele Einträge. Wow. Soll ich die alle durchlesen? Wo fängt denn das an? Fängt das bei der höchsten an oder bei der niedrigsten? Ich klick's einfach mal durch. Dann könnt ihr selber lesen, wenn es jemanden interessiert. Ich meine, ich lese natürlich auch gerne vor, aber wenn so viel ist, dann ist es mir doch teilweise ein bisschen dann zu lange. Und wer lesen kann, ist sowieso im Vorteil. So, dann noch Nummer 7. 007. Alter, so viel Text. Und Nummer 8. Okay. Wie gesagt, für jemanden, den es interessiert, der... Oh, 556er. Darf es natürlich gerne lesen. Genau, schau nur zur Wand. Schauen wir mal, da haben wir noch einen Blutbeutel. Verstümmelter Schädel. Container liegt leider auch nichts. Glaubst du doch selbst nicht, dass das alles war? Hier gibt's doch noch was. Ich weiß es. Irgendwo gibt's hier was. Wenn es so ein Außenareal gibt, dann gibt's auch irgendwo eine Truhe. Eine leere Truhe, natürlich. So, Blutpaket, Radix, Stimpack. Noch ein Medix. Da hinten ist noch eine Truhe, natürlich leer. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein ins Hauptquartier. Wie kommen wir denn da rein? Ich schalte mal kurz unseren Tarnmantel ab. Wow.
Das ist eine Grafikvergewaltigung hier, die weißen Blitze, was auch immer das zu bedeuten hat. Sehr schwer. Alter. Will da rein? Wie komme ich da rein? Ich guck mal kurz auf die lokale Karte. Daten, lokale Karte. Parterre, erster Stock. Gut, im ersten Stock würden wir reinkommen. Da müssen wir wohl da oben rauf. Irgendwie. Ach, da ist eine Tür. Wie kommen wir da hin? Da ist eine Treppe. Yay. Oh, da hinten sehe ich Supermutant. Ja, unsere Tarnrüstung ist nicht das Schlechteste. Jetzt wäre natürlich eine Energiewaffe praktisch, die würde uns genau unseren Status der Energiezellen anzeigen. Wir müssen mehr holen. Ich weiß, aber wir haben immer noch zwei hier. Die Frau ist eingesperrt. Wir nehmen sie mit. Der kleine Mann ist unten. Er wird nicht mit uns mitkommen, oder? Nein. Wir haben schon all die kleinen Menschen aus Big Town. Was jetzt? Mehr finden. Irgendwo anders. Ja. Die kleinen Bluter sind überall. Wir schnappen uns alle und nehmen sie mit. Nach Hause. Wir brauchen mehr Gefangene, bevor wir nach Hause gehen können. Wir kommen wieder und holen mehr. Bald. Ja! Wer reden will, soll reden. Ich weiß einen Witz. Okay. Klopf, klopf. Wer da? Menschen? Was für Menschen? Killt die Menschen! Killt sie alle! Yeah! Der war gut. Also für einen Supermutant. Der war gut. Ich mag die Kerle. Oh, wow. What the hell? War da eine Gewehrfalle? Oh, der ist selber durch eine Gewehrfalle durchgelaufen. Nicht mein Problem. Das kann nicht. Du bist tot. So, ich setze mich jetzt hier hin. Sollte den zweiten schnell ausschalten. Oh. Falsche Taste. Ich habe aus Versehen jetzt die falsche Taste gedrückt. Ha. Ups. Egal. Ich wollte eigentlich gar nicht aufstehen. So, Gewehrfalle entschärfen. Munition? Komm, sagen wir, dass ich auch Munition bekomme. Ja, ich habe die Falle entschärft. Combat Shotgun, yeah. Und eine Combat Shotgun. Ich habe Mikrofusionszellen erhalten. Ich weiß zwar jetzt gar nicht für was, aber egal. Wir haben auf jeden Fall eine Combat Shotgun. Super, die lege ich mir gleich auf die 2. Hm. 64 Energiezellen haben wir noch. Okay.
Schreibtisch. War da was drin? Nee. Wir durchsuchen natürlich wieder schön alles. Auf der Suche nach brauchbaren Gegenständen. Aktenschrank haben wir nichts. Da ist ein schöner Hilfekasten. Den nehmen wir mit. Ach so, ich könnte meine Stimpaks. Moment, die muss ich eigentlich auf 4 legen. Die Stimpaks auf 5 hatte ich die immer. Nee, eigentlich hat... Ja. Egal. Au. Ich dachte, da ist Geld drin und au. Nehme ich mir eine Schachtel Zigaretten mit hier. Ah, verschissene Mine. Wer legt hier eine Mine hin? Alter. Aua, wir können nicht mehr laufen. Super. Okay, wir sollten uns mal hier kurz um unseren Status kümmern. Wow, gleich 4 Teile verkrüppelt. Hier liegen doch auch wieder Minen. Na, sage ich doch. Die nehme ich aber mit. Ah, hier liegt keine mehr. Okay. Was haben wir denn da? Eine Munitionskiste. Mit 12 Mikrofusionszellen. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Sensormodul brauchen wir nicht. Aktenschrank. Millimeter Round. Ja, es macht sich doch ein bisschen bemerkbar, dass wir das Perk Schnorrer gefunden haben. Beziehungsweise gewählt haben. Und ich sehe hier eine Mine. Noch eine Mine? Nee. Ist der in Ordnung, der? Sieht in Ordnung aus. Information zur Beschlagnahmung. Durchschnittlich verschlossen, die können wir mittlerweile knacken. Dann werden wir hier mal ein bisschen hacken gehen. Kein Wort eingeben. Oder machen wir das mal.